Da wären wir. Und diesmal hoffentlich so, dass alles da ist. Dass man das doch immer neu starten muss. So, wir gucken lieber nochmal zur Sicherheit, ob das auch wirklich alles da ist. Jo, das sieht doch gut aus. Die Baumwolle, die braucht schon eine gewisse Zeit. Aber ich möchte mal ganz gerne wissen, wie viel die schon bringt. Kaufen erstmal ein. Den packen wir erstmal hier hin. Dahin, so. Aber wir kümmern uns erstmal um die Tiere, bevor wir irgendwas anderes machen. Mu, mu, mu. Ganz viel Mu hier. Alle Tiere hier versorgen. So, ich glaube, nach dem Tag muss ich erstmal aufs Klo. Für einen kurzen Augenblick. Nein, die wollte nicht streicheln. Da. 7 Stück. Wir können heute mal gucken, ob die Axt fertig ist schon. Ich hoffe es sehr. Und ich habe das Gefühl, wir bräuchten noch einen Stall in Zukunft. Da brauchen wir nur 3 von. Habe ich die Enten jetzt gefüttert? Das gucken wir nochmal nach. Jo, doch haben wir. Alles klar. Dann können wir jetzt weitergehen. Gucken, was wir noch denn noch brauchen. Wolle erstmal hier hin. Ich habe doch hier auch noch eine Wolle gehabt, ne? Ja, hatte ich auch. Die Wolle lassen wir erstmal. Wir machen jetzt erstmal ganz viel Baumwolle. Die Eier bringen wir weg. Großes Wachtelei nehmen wir mal mit, weil den können wir nämlich abgeben. Jetzt will ich dich aber erstmal Baumwolle kaufen, ganz viel.
So, lasst mich Baumwolle kaufen. So. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, pflanze ich das lieber wieder an. Machen wir ein provisorisches, also machen wir provisorisch vielleicht noch ein Feld. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das so zu machen. Ich glaube, das machen wir auch. Aber ich habe ja genug Sachen noch dafür da eigentlich. Vogelscheuche haben wir. Sprenkler haben wir auch noch. Aber diesmal richtig. Ach, ich habe die nur nach unten gepackt. Ne? Och, wieso mache ich denn sowas? Ich hab sie mitgenommen. Da sind sie. So, weil die jetzt so lange brauchen zum Wachsen. Das jetzt einfach mal so. So hat natürlich das auch was, wenn man das so macht. So, dann den hier noch. So finde ich es auch schön. Wieso mache ich das nicht öfters mal so? Einmal gießen muss sein. Ja, genau das letzte Feld. Na toll, so wollte ich eigentlich nicht gießen, aber jetzt ist es auch egal.
So. Jetzt werden wir. Warte mal, wie viele Felder waren das nochmal? Mal gucken. 24. 48 sind dann zwei Felder. 24 sind dann 4, 6, 12, 16. 96. Ja doch, 96. Okay, dann kaufen wir noch mehr Baumwolle. Ah, auch egal. Was wir haben, haben wir. Es werden nicht die letzten. Ja, wobei, es werden sogar die letzten sein. Also am letzten Tag können. Oder die letzten Tage könnte man sich eigentlich darum kümmern, das noch ein bisschen umzugestalten. Wieder. Ja, wieder mal. Ich mach das auch sehr oft, merke ich gerade. Wobei, wir haben auch schon viele gebraucht, die verbraucht jetzt. Die können erstmal hier rein. Wir waren jetzt noch gar nicht hier drin gucken. Und wir haben schon Mittag. Also Käse ist im vollen Gange gemacht zu werden. Ziegenkäse. Halte ich einfach mal. Okay, Honig kann eigentlich. Wie lange braucht ihr noch? Ach, da komme ich später noch mal rein. Okay, Traums. Ach, gucke mal einer an. Bedeckter Rosenmet. So, da können wir wieder Honig. Ach, Honig. Können wir wieder Butter rausmachen. Da. Vielleicht packen wir dauer erstmal den Ziegenkäse rein. Nee. Wir kommen hier rein. Schade, dass ich gucken kann, wie viel da noch wie viel Zeit die brauchen. Machen die letzte Heidelbeere machen wir jetzt auch noch. So. Nach und nach kommen die Sachen auch mal wieder hier weg. Das heißt, die beiden können sogar auch da weg und die können dann lieber hier hin. Wie aus Gerste Mehl machen kann, weiß ich immer noch nicht. Ach, ich habe den Saft gar nicht reingetan. Wir verkaufen mal einen. Und den verkaufen wir auch mal. Den haben wir auch noch nicht verkauft. Oh, ich merke gerade, dass ich Hunger kriege.
Mein Magen fängt an zu knurren. Bei der Baumwolle schauen wir noch mal, wie viel das bringt. Das auch. Traumsaft nicht. Den packen wir lieber mal hier rein. Ja, keine Dummheiten damit machen. Ich will daraus ganz viel Wein machen. Allerdings braucht das so ewig, bis das fertig ist. Okay, die können da rein. Weil die könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Auf zur Schmiede. Ich hoffe, die Axt ist fertig. Schule scheint auch vorbei zu sein. Ach nee, dann ist sie morgen erst fertig. Okay. Aber macht nichts. Dafür können wir davon ein bisschen was abgeben. Und ich bestimmt habe ich manche Dinge noch nicht abgegeben, wie ich sehe. Dann wird auf jeden Fall morgen die Axt fertig sein. Dann müssen wir in den Wald gehen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde sie erstmal upgraden. Spenden. Das. Oh, ich frage mich, was das sein wird. Wir können auch mal... Ich weiß noch nicht, wann er kommt. 20 Uhr oder 18, oder 18 Uhr? Vielleicht kommt hier auch wieder der Händler. Der die Sachen halt verkauft. Und manchmal hat der, glaube ich, noch seltene Sachen mit. Die man halt... Ach, guck mal, habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte dort das Wachtleier, das Ei abgeben. Damit das auch weg ist. Was ist denn da? So. Ich habe das Gefühl, ich weiß noch nicht, was noch kommen wird. Wir haben V und Lama anscheinend noch. V kann ich ja schon holen. Ich glaube, V und Schweine kann ich noch holen. So finde ich es auch nicht schlecht. Da können wir nichts mehr abgeben. Nee. Das wollte ich hier hinpacken. Doch gar nicht. Eigentlich bräuchte ich gar nicht so viele. Bei dem wenig Harz, den ich da produziere. Ich überlege gerade, wie ich das alles in Zukunft machen könnte noch. Also hier werden auf jeden Fall Bäume kommen. Dann kommen die Teiche und das Insektending wahrscheinlich weg.
Na, du kannst. Ah ne, du kannst noch nicht weg, weil ich noch keine Axt habe. Aber der Baum unten kommt weg. Ja, die Bäume sind echt doof gestalten. Okay, da ist wieder vier drin. Wir machen jetzt mal was ganz Spontanes. Das ganz Spontane sieht jetzt so aus, dass wir angeln gehen. Und zwar gehen wir hier angeln. Hier waren wir noch nicht und hier muss es bestimmt auch wieder Wasser geben. Ach ja, da war ja was. Das wird wahrscheinlich gar nicht gehen, ne? gehen wir dahin. 15 Meter. Aber 15 Meter? War es da dann doch noch zu kalt oder? Hat da gerade die Kälte angefangen? Nee, hat sie nicht. Das heißt, hier könnte man angeln. Ja, wir gehen jetzt auch nicht zu weit, weil ich habe gar keine. Ich habe gesehen, ich habe gar keine Waffe mit. Lassen wir die Monsterwelt Monsterwelt sein und gucken mal lieber, dass wir ein bisschen angeln. Okay, den gibt's hier. Also in der anderen Höhle haben wir schon festgestellt, da gab es auf jeden Fall zwei Fische. Das ist Müll. Gibst du wieder den Kobia. Kobia. Oha, was bist du? Was bist du? Du bist. Du bist interessant, weil du bist doch sehr kämpferlustig. Süßwasseraal. Oha. Ein Süßwasseraal. Hätte ich jetzt auch noch nie gehabt. Noch einer. Ja, Monster, ihr braucht ja nicht dran denken, näher zu kommen. Ein Kobia. Ich habe nichts dagegen, noch mehr von denen zu angeln. Was wir haben, haben wir. Kann ich schon mal einen spenden. Einen verkaufen. Und dann gucken, ob sich dann eine Zucht lohnen könnte. Nee, auf Müll habe ich keine Lust.
nee, ist sogar noch ein Flugblatt. Sogar noch schlechter als Müll. Weil Flugblatt kann ich einfach nur für eine Münze verkaufen. Ich wollte schon sagen, ein Kupfer verkaufen. Oder passt ja nicht. Aber ich angel auch nur hochwertige Fische. Weil zählt ein Aal eigentlich als Fisch? Mal einen schlechteren jetzt gefangen. Sie bleiben stillstehen. Ah, okay. Du hast was für mich gefunden. Was hast du denn für mich gefunden? Da bin ich jetzt neugierig. Ah! Ich glaube, der hat mich entdeckt. Das ist natürlich doof, wenn man jetzt keine Waffe mit hat. Ein Programm. Ah, ich muss fliehen. Wie man Chats sehen kann auf dem Bildschirm, auf dem man spielt. Oh, das ist nicht schlecht. Damit du keine Textnachrichten mehr verpasst. Ehrlich gesagt wäre das gar nicht mal so schlecht für mich. Na gut, dann sieht man es aber vielleicht die ganze Zeit. Oh, wobei. Ghost Chat. Mach das jetzt, Alter. Okay, das ist egal. Das ist egal. Ich hab's mir aufgeschrieben. Also ich hab's mir wirklich aufgeschrieben. Sieht man nicht. Okay, man sieht ein bisschen. Du musst quasi nur dein End-Channel-Namen eingeben und du kannst auch dann transparent machen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Wenn du Texte siehst und nicht das Programmfehler. Ah, das ist cool. Jo. Hatten wir mal Butchons schon? Nee, ne? Nehmen wir uns einfach mal mit. Goldene Glocke. Doch, die hatten wir schon mal. Wäre nicht schlecht, dann müsste ich mir nur eine schöne Position ausdenken, wo ich den hinsetzen könnte. Ach, was soll's. Ja, wobei ein fossilen Brocken wäre, war jetzt, glaube ich, unnötig. Egal. Dann muss ich mal ausprobieren. Zum Museum. Chat. Ganz ehrlich, ich war zu Hause gestern. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, ich habe Videos bearbeitet. Ganz langweilig habe ich nur Videos bearbeitet. Ich war zu Hause und ich habe gezockt und irgendwann am Abend geduscht. Und zwar dann nackt, bis ich schlafen kann. Wie duscht man denn sonst?
Das musst du mir jetzt erklären. Ach so, nach dem Duschen. Ah. Warum nicht? Man kann auch so rumlaufen. Zu Hause sein ist alles möglich. Auch unbekleidet rumzulaufen. Okay, es dauert ein bisschen, bis die da reif sind. Die werden gemacht. Teeblätter. Das sind alles Teeblätter, okay. Ah, interessant. Schneeglöckchen, Baumwolle. Ja, Baumwolle, okay. Wie viel große Wolle haben wir denn jetzt eigentlich? Warte mal. Da kann der ja weg. Beziehungsweise eigentlich kann man aus dem was zu essen machen. Harz haben wir, Schneeglöckchen haben wir noch. Hä? Wo sind denn? Jetzt habe ich jetzt zwei Dinger mit. Das macht doch gar keinen Sinn. Drachenfruchtsaft. Ach, die wollte ich noch verschenken. Monsterzeug und Samen. Die kommen da rein. Kakaobohnen kommen später wieder zu Hause rein. Ah, wir brauchen noch einen. Dass ich das Rezept für automatische Streicheln bauen kann. Ah, ich habe einen Punkt gar nicht gesetzt. Ah, ich weiß warum. Preissteigerung, so. Ach so, warte mal. Den hatte ich noch gar nicht. Ne, dann lassen wir den noch. Aber mich würde mal interessieren, wie viel der Tintenfisch bringt. Ah ne, der Oktopus ist das. Hat er denn nicht mal mehr gegeben? Dachte, der hätte mal mehr gegeben. Anscheinend nicht. Butter, Butter, Butter. Na komm, gehen wir mal nicht mal schlafen. Morgen hat auch keiner Geburtstag. Wintermarkt würde mich jetzt mal interessieren, was man da kaufen kann. Ich glaube, da sollte man noch ein bisschen Kohle vielleicht mal an der Seite legen. Gibt bestimmt auch ordentliche Rabatte an dem Tag. Eigentlich kann man die auch verkaufen. Ja, machen wir auch. Gut, gehen wir schlafen. Ja, wobei. Den machen wir noch voll.
Ist der falsche? Nee, ist der richtige. Ah, jetzt ist es aufgestiegen. 10.000.